der Götter des Olymps! Braucht ihr noch mehr solche Beweise? Da seine gesamte göttliche Macht in die Waffe übergegangen war, wurde Kratos sterblich. Anfällig für die Klauen des Todes. Kratos war besiegt. Er wusste, dass sein Leben von der Klinge des Olymps abhing und dass er sie sich zurückholen musste. Vor den Augen seiner spartanischen Armee gedemütigt, kämpfte sich Kratos aus dem Dreck. Denn so leicht gibt Kratos nicht auf. Kaum noch Leben. 301 Orb. Aber Kratos ist immer noch am Leben. Hier, kämpfen können wir auch noch. Guck mal hier, mit wie viel Elan wir das Ganze schwingen. Aber darauf sollten wir uns jetzt nicht fokussieren, denn das ist unwichtig. Wir müssen zur Klinge und ja, eigentlich unsere Macht wieder zurückerlangen. Theoretisch. Diese Angelegenheit selbst annehmen. Athene will ihren Fehler nicht rückgängig machen. Stelle dir vor, sich einer Kreatur wie dir anzunehmen. Warum? Warum dein Verrat? Du bist es, der mich verrät. Du führst Krieg gegen Griechenland, kennst weder Recht noch Gnade. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Aber du bittest nicht um meinen Rat. Die Götter sind bedeutungslos. Deine Herrschaft schwach. Ich bin diese Unverschämtheiten leid. Ich bin der König des Olymps. Und es ist mein Weg, der Weg der Götter ist. Ihr müsst schwören, mir für alle Zeit zu dienen. Ich diene niemandem. Du lässt mir keine Wahl. Wow, das ist ja auch voll fair, der Kampf, ne? Wir können ja auch richtig viel gegen ihn ausrichten. Weil, ja, wir sind auch taufrisch. Ich meine, im Grunde ist auch kein Problem. Ich geh weg, tschüss. Aber da kann er uns nicht besiegen. Ja, oder doch? So hätte es nicht kommen müssen, mein Sohn. Diesen Pfad hast du selbst gewählt. Der Pfad der Götter taugt so wenig wie die Götter selbst. Sogar jetzt, dem Tode so nahe, trotzt du mir noch? Alles, was dein Leben bestimmt hat, Kratos, muss nun leiden wegen deiner Hybris. Du wirst nie Herrscher des Olymps. Der Kreis endet hier. Dafür wirst du bezahlen, Zeus. Das schwöre ich. Als das Leben aus Kratos wich, griffen die Arme des Hades nach ihrem Preis. Doch Kratos Schicksal beinhaltete mehr, als er ahnen konnte. Er war dazu bestimmt, eine große Veränderung zu bewirken. Eine, die die Säulen des Olymps erschüttern würde. Ich konnte seinen Tod nicht zulassen.
töte meine Feinde und mein Leben ist dein! Kämpfe, Schwarthaarer. Es ist nicht dein Schicksal, hier zu sterben. Das ist nicht das Ende. Wer bist du? Ich bin die Titanin Gaia, allgegenwärtige Mutter Erde. Ich habe beobachtet, wie du ein großer Krieger wurdest und war dein ganzes Leben lang stets an deiner Seite. Doch ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Wir werden dir helfen, Zeus zu besiegen. Zu sterben heißt zu fliehen, Kratos. Du bist ein Krieger Spartas, kein Feigling. Nur ein Feigling wählt den Tod. Ich bin nicht feige. Dann musst du kämpfen. Ich zeige dir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Nur mit ihrer Macht kannst du Zeus besiegen. Tja, und das ist nämlich auch die gute Gaia ist nämlich diejenige, die bisher die Spiele sozusagen immer im Off kommentiert hat. Außer ich glaube im ersten Teil, da war das ja diese komische alte Olle. Na, ja, geht mal alle weg hier, Zeit für den Scheiß. Na, hier geht's gar nicht lang, verdammt. Die Ärmchen wollen mich natürlich nicht rauslassen, aber der gute Kratos wird sich hier einfach durchkämpfen. Ja, ist ja gut. Erstmal die wegmachen, damit die mich nicht stressen. Und wir müssen das Schicksal selbst natürlich herausfordern. Denn wir müssen die Götter natürlich besiegen. Aber erstmal müssen wir uns hier abermals aus dem Tartarus kämpfen. Mit Hilfe der Titanen, die nämlich lange gewartet haben auf ihre Chance, die Götter zu besiegen und Rache zu nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Kaum noch leben, aber wir sind auferstanden von den Toten. Und werden jetzt erstmal speichern und uns dann angucken, was hier passiert ist. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahme. Und deswegen bedanke ich mich an der Stelle bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War 2. Ich muss mal ganz kurz... Nee, hier ist falsch. Warte mal, Select ist das, ne? Genau. Ich muss hier mal ganz kurz... Ja, okay. Gut. Ja, das ist kacke, weil die Sequenzen sind immer alle sehr leise. Die muss ich halt jetzt alle im Nachhinein nochmal lauter machen, wenn man das besser hört. Leichnam eines gefallenen Spartaners. Oh, der lebt noch. Herr, ich wusste, niemand kann dich töten. Ich habe an dich geglaubt. Aber unsere Brüder sind tot. Und ihr, Herr? Das ist ja so eher ein Spieloptik. Das, okay, auch ein Spartaner. Das ist alles noch okay, aber wieder hat Zeus ein Leben beendet.
Diese Tode bleiben nicht ungesühnt. Der Soldat ist tot. Der ist auch tot. Oh, der ist auch tot. Na Mensch. Und jetzt hopp hopp aufs Pferdchen. Hui. Ist ein bisschen nervig, immer dieses Hin- und Her-Geschneide, wenn die dann zu leise werden, weil irgendwie... Zurück zum Olymp, Bestie! Mein Ziel heißt Zeus! Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Wissen wir Bescheid. Kratos, um erfolgreich zu sein, wirst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem felsigen Gefängnis. Es wird Zeit, dass er erwacht. Okay. Moment. Werden angegriffen. Von irgendwelchen Drachenmongos. Ey, was soll denn das? Weg. Alter, die Steuerung ist umgekehrt. Warum ist die so? Ich hab da gerade nicht umgekehrt. Aber sie ist trotzdem umgekehrt. Voll doof. Dran gewöhnen und dann läuft der Hase. So, da ist der nächste. Direkt mal attachieren, das Vieh. Tschüss. Au. Hä? Ramm ihn doch. Pegasus. Bist du ein Pegasus? Ja, keine Ahnung, kann sein. So, komm mal her hier. Hui. So, Flügel gestutzt und weggeschmissen. Und wieder auf den Pegasus. Ja, wir müssen das... Oh Gott. Ah, warte mal, das war irgendwie so. Von der einen in die andere Ecke. Dann läuft der Hase. Da kommt einer auf mich zu. Oh Gott. Voll uncool. So. Den machen wir auch weg. Finde ich ziemlich cool eigentlich, diese Art zu kämpfen mit dem Pegasus. Und ach, das ist schon cool gemacht. So. Direkt jetzt gegen... Ups, warte mal. Direkt gegen ihn. Naja, du kommst nicht weg. Kannst knicken. Der Pegasus ist schneller als du. Hoffe ich. Schub, ja, das habe ich schon gemacht. Ich weiß Bescheid. Uiuiuiuiuiui, was bist du denn? Jemand, der sterben will? Alles klar, kein Problem. Oh, jetzt gibt's da auch noch Leute drauf, alles klar. Oh, weia. Nein, darf ich nicht sterben. Huh. Immer schön ausweichen, wir sind gleich am Gebirge. Alter, ich seh nix. Oi. Verstecktes Titanen. Irgendjemand möchte wohl nicht, dass wir da ankommen. Aber das spielt für uns natürlich keine... Oh, die sind einfach verschwunden. Ja gut, dann kehren wir um. Hat die auch einfach nur ab, oder was? Okay. Landen wir hier? Nee. Wir fliegen woanders lang.
Oh. Oh, ja. Ja, ganz ehrlich, man hört überhaupt nichts, ne? Es gibt ja gar keine Untertitel. Huh. Ja, gut. Warum gibt's hier keine fucking Untertitel? Oder gibt's die nur am Anfang? Oh, keine Ahnung. Anscheinend nicht. Na gut, dann gibt's halt keine. Gut, dann hört man halt nicht, was er sagt. Macht er nichts. Redet die noch? Achso, wir müssen ja trotzdem durch. Alter Vogel, geh weg da. Jetzt mach dein Däumchen weg. Verdammte Axt, ey. Weg damit! Ich glaube, das geht nicht weg. Na gut. Dann halt nicht. So, brauche ich Leben? Nö. Weg mit dem Stinkedaumen da. Ist zwar kein Daumen, aber trotzdem weg damit. Okay. Na dann. Wollen wir mal bei den Titanen herumlaufen. Hau. Ja, komm du mal her hier. Tschüss. Da habe ich mich gleich beiden entledigt. Sehr gut. Ach, da kommt auch noch einer. Natürlich. Na, du komm mal direkt her. Tschüss. Ja, du brauchst nichts versuchen hier. Du bist weg. Ach, hi. Na, mein Freund. Alles gut? Naja, du brauchst da gar nicht herkommen. Du kannst direkt wieder gehen. Oh Mann, nö, du blöder Satyr. Geh weg. Tschüssi Koski. Ja, komm. Rüber. Gesprungen, tschüss. So, und weiter geht's. So, ein bisschen schneller bewegen, weil wir haben ja keine Zeit hier. So. Ja, kommt nur her, alles kein Problem. Ich bin für euch da. Können wir eigentlich... Ja. So, mein Freund. Und du kriegst auch direkt einen Freifahrtschein nach unten. Und wenn du das nicht möchtest, Pech gehabt. Oh, hi. Oh, eine ganz schön lange Hangelstrecke hier. Aber ist kein Problem, wir hauen die einfach alle runter und dann passt das schon. So. Hier runter und dann haben wir es endlich mal geschafft mit dem Rumhangeln, ey. Dann können wir nochmal speichern. Jawoll. Und weiter geht's. So, ich weiß gar nicht, müssen wir den befreien? Ja, wir treffen auf jeden Fall noch ein paar andere Leute. So. Oh, warte mal, das war doof. Du, warte, komm du erstmal her hier. So. Und zack. Und das ist natürlich gleich wie in allen anderen Spielen auch. So töten wir den Guten und bekommen Leben. Ein wenig zumindest. Nicht unbedingt viel, aber immerhin ein bisschen. Das heißt, die Kiste brauchen wir gar nicht mehr. Haben 1100 noch was. Reicht nicht für ein Power-Up, aber ich glaube, das sagt er uns auch dann nochmal, wann wir denn endlich genug haben. So, hier kann man das machen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal wollen wir uns natürlich das Kistlein hier hinten. Ich weiß halt nicht mehr so genau, was man alles überhaupt machen muss in dem Spiel. So gut kann ich mich dann doch nicht mehr dran erinnern. Moment, was soll ich hier tun? Achso. Hui. Achso, dann komme ich wieder zurück, alles klar.